Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forspoken und dem Beagle. Erstmal schön was trinken. Dann wollen wir mal hier zurückgehen. Ach, da wartet er auf mich und hat sich gedacht, ja. Was ist passiert? Sie ist gekommen. Tante Syla. Sie sucht nach dieser Frey. Nach mir? Deine Ankunft muss in ganz Ethia Aufsehen erregt haben. Dass du hier bist, macht der Tante Angst. Frey, da bist du ja. Olivia, was ist hier los? Ich lag falsch. Sie ist nicht unsere Retterin, sondern du. Ich bin keine Heldin. Tante Syla hat Orden. Orden? Meine Orden? Nein, Bob. Bruch, Bob. Deine Fürsorge ist ja sehr rührend, aber zuerst müssen wir Syla aufhalten. Ist okay, ich kläre die Sache. Ich kann helfen. Nein, kommt nicht in die Tüte. Du bleibst hier und suchst dir ein Versteck. Na, ich bin jetzt aber mal gespannt. Also ich finde es überhaupt nicht gut, dass die Frau meint, die müsste hier dick einen auf Babo machen. Was ist denn da hinten? Was macht sie denn hier nach all den Jahren? Was? Achso, nach all den... Stadt. Ja, ich weiß, ihr lieben Kindleins. Ich kümmere mich da gleich drum. Kein Thema, aber der Loot geht immer vor, muss ich euch leider sagen. Loot geht leider ein bisschen vor. Ich darf in der Stadt nicht rennen. Alter, ist die Frau völlig geisteskrank? Warum greift sie unsere Stadt an? Weiß ich nicht. Tante Syla ist in der Stadt und sie will Blut sehen. So viele Tote. Ja, finde ich auch nicht witzig. Sag mal, du kleine Möchtegern, Tanta, du Tantra, du was auch immer. Ich hab das... Sie war es! Sie befreite den Dämon! Bitte, Hoheit, durch Zorn werden wir nichts erreichen. Sag Tante Syla, wo sie ist, Kind. Wo ist die Invasorin, Kind? Jene, die es gewagt hat, mein Reich zu betreten. Tante Syla. Ich bin Robian Keen. Vater. Orden. Ich war ein treuer Diener, Tante Sintas. Meine Frau Kalista war Generalin in eurem Heer. Verschont meine Tochter. Robian Keen. Ein Name, der aus anderen Zeiten stammt. Du musst das Bauernmädchen retten. Sie würde dasselbe für dich tun. Ich weiß. Ach, fuck, ich weiß. Wir müssen irgendwas tun. Versuche, dich von hinten anzuschleichen. Ich wollte gerade sagen, wie überrumpel ich die denn? Verbirg dich am besten in der Menge. Ich könnte mich besser verbergen, wenn du still wärst. Ich kann aber von mir aus nicht sehen. All dein Flehen ist vollkommen zwecklos. Deine Tochter, Hals der Invasorin. Und was noch schlimmer ist, sie weigert sich preiszugeben, wo sie sich befindet. Solch ein schwerer Verrat darf nicht ungestraft bleiben. Tante Syla. Zur Seite! Er hört mich bitte! Die ist ja völlig geistesgestört. Hey, komm! Ich erkläre alles später! Die Invasorin! Stopp! Haltet ein, bitte! Sie kann helfen! Sie kann euch vom Wahn befreien! Was ist denn das, verdammt nochmal? Tante Syla gebietet über die äußere Gestalt von Dingen. Sie hat sich eines ihrer Schergen bemächtigt. Oh, warte. Was tut er denn? Stopp! Sei zu sterben, Invasoren! Okay. Ich weiß ja nicht. Es gibt keinen Kommen. Auf gar keinen Fall.
jetzt nicht so geklappt, wie ich mir vorgestellt habe, aber egal. Na, kommt sie wieder. Kacke! Wieso werde ich ständig von fliegenden Wichsern gepiesackt? Versuch ihn auf den Boden zu holen. Das tat hoffentlich weh, du dämliche Bitch. Also mich hier irgendwie Invasoren nennen. Meine Magie hat keine Wirkung. Er ist irgendwie davon geschützt. Ja, von mir aus dann. Wenn Zeiler also in Wahrheit gar nicht hier ist, wo ist sie? Sie beobachtet ihn wohl aus der Ferne von ihrer Burg aus. Voll daneben gelünst. Ja, ja. Wie konnte ich das? Okay. Was? Nein. Wie viele gefallen sind. Und nur wegen dieses Dämons. Ihr habt es selbst gesehen. Sie wird uns alle töten. Verehrte Ratsfrau Bellet, ihr stimmt mir doch gewiss zu. Ja, ergreift sie. Nein, 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 nein. Diese junge Frau wird uns retten. Uns beschützen. Er ist schon so verdorben wie sie. Schnappt sie, bevor das Dunkel sich ausbreitet. Wir werden nichts dergleichen tun. Robian Keen ist überaus weise und hat stets zu seinem Wort gestanden. Hätten wir gewusst, dass er lebt, säße er jetzt im Rat, nicht ihr. Und diese Frau hat ihn zurückgebracht. Willkommen daheim, mein Freund. Tanta Sailas Angriff lehrt uns doch eins. Der Feind unseres Feindes ist unser Freund. Und was bitte sollen wir dafür noch opfern? Zu viele sind wegen ihr gestorben. Ratsfrau Bellet hat völlig recht. Tanta Saila wird uns mit Sicherheit wieder angreifen. Es ist beschlossen. Wir werden das Mädchen sofort an Tanta Saila ausliefern. Schon okay. Ich finde den Weg selbst. Die Forschung ihres Vaters haben wir abgeschlossen. Die arme Kleine. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ein Tränchen vergieße, wie bei Val oder so, aber... Bitte. Kapitel 4. Ein Racheschuh. Kapitel 4, was getan werden muss? Was denn jetzt?
Guten Morgen, Frey. Hier sind die Turana-Notizen, wie versprochen. Also, was das angeht. Die Notizbücher deines Vaters sind mitsamt der Gilde verbrannt. Das ist egal. Frey, du hast ihn zurückgebracht. Das ist viel wichtiger. Das hätte ich nie zu hoffen gewagt. Hier. Danke. Also, gut, wo finde ich Seiler? Es gibt ein Archiv in der Oberstadt. Dort wirst du sicher mehr erfahren. Ein Archiv, okay. Orden! Ich will dich nicht stören, aber dein Vater ist gerade rausmarschiert. Verzeihung, Frey. Ich muss mich um ihn kümmern. Wo sie das alles immer so hinsteckt. Ein weißes Notizbuch, das Robians Notizen zu den sogenannten Turanern enthält. Auf einer Seite steht Folgendes. Vieles an den Turaner ist und bleibt mysteriös. Sie verändern Zeit und Raum und ermöglichen eine Art der unmittelbaren Fortbewegung. Aber wie genau das funktioniert, vermag ich nicht zu sagen. Ein Turaner zu öffnen erfordert eine enorme Menge an Energie und den Bedarf steigt mit der Distanz, die zurückgelegt wird, exponentiell an. Trotzdem frage ich mich, wenn wir genug Energie bündeln könnten, wäre es dann vielleicht möglich, einen anderen Kontinent zu erreichen? Vielleicht sogar eine andere Welt? Ja, nicht, dass Frey das gewollt hat, aber, ne? Der Rat von Zipal ist ziemlich, ja. Da ist eine Miets drauf. Nun denn, auf zum Archiv. Ja, auf zum Archiv. Ich würde aber echt gern nach Bob sehen. Er ist mein einziger Ausweg. Wie dir beliebt. Aber denk dran, wir müssen eine Tanta besiegen. Ja, aber erstmal gucken wir nach Bob, ja? Aber wo ist Bob? Du bist Frey, nicht? Du hast mit deinen famosen Kräften die Monster vertrieben. Ich bin Pilo. Wahnsinn, dass ich mit der Retterin der Stadt rede. Ich bin keine Heldin. War's nie und werd's nie sein. Willst du irgendwas? Ich frag mich nur, ob ich was tun kann. Ich weiß nicht. Hey, ich kann dir die Stadt zeigen. Du bist noch nicht lang hier, stimmt's? Eine Stadttour. Ausgezeichnete Idee. Es kann nicht schaden, sich hier ein wenig auszukennen. Nein, danke, aber ich bin nicht in der Stimmung. Oh, sag das nicht. Schau, ich warte dann auf dich, ja? Wenn du willst, sag mir Bescheid. Ich will. Also ich will wirklich. Und Leute, ich habe gerade die positive Nachricht. Also, wenn ihr die Folge seht, ist es für euch nicht mehr positiv, weil Dead Space dann schon länger läuft. Aber Saturn hat mir heute am Mittwoch vor dem Release Bescheid gegeben, dass das Spiel auf dem Weg in den Markt ist. Und wenn ich Glück habe, kann ich das morgen sogar schon abholen. Und die zweite glückliche Nachricht, die ich bekommen habe, und deswegen musste ich da reingucken, als ich Versandbestätigung von Saturn gesehen habe. Ich hatte die 3 für 1. Das wäre schön. 3 für 2 Aktionen mitgemacht bei Saturn für Spiele. Und hatte mir Steel Rising, Tunisia und Stray bestellt. Und das war am Anfang Januar war das. Jetzt endlich ist Stray und Tunisia verschickt worden. Abstecher alias Nebenmissionen. Wenn du bestimmte markierte Orte besuchst oder mit markierten Charakteren sprichst, das haben sie mir doch vorhin schon gezeigt. Aber wenn ich Dead Space morgen schon abholen könnte, das wäre... Willst du jetzt doch eine Führung von mir? Ach, Pilo, du bist so nett. Okay, ja, wir die Tour. Toll, das ist toll. Also, zuerst geht's zum Platz in der Oberstadt. Jetzt nicht, wie ich, also ich freue mich da mehr drauf als auf Forspoken. Aber wie gesagt, also Forspoken hat mich ja positiv überrascht bis jetzt. Muss ich sagen, Kampfsystem macht Laune, Parcours, wenn man es halbwegs drauf hat, auch. Ich glaube, dass das Entwicklerstudio sich eventuell, ja, einfach zu viel vorgenommen hat. In der Unterstadt leben die Flüchtlinge. Und der Platz, hier, ist ihr Herz. Aha. Bist du auch ein Flüchtling? Meine Eltern. Ich bin hier geboren. Mhm.
Ich lese euch das jetzt aber nicht alles vor, Leute. Er erzählt es ja mal. Echt, dass sie Paula, was? Die Jüngeren, so wie ich, sind alle hier geboren. Drehen die sich gerade. Dankeschön. Sehr unverschämt, ehrlich. Ich wüsste gern, wo Bob sich jetzt herumtreibt. Du bist Olivias Freundin. Ja. Elif, das ist das Mädchen, das Olivia erwähnte. Was, richtig tolle? Ach, komm schon, übertreib es nicht. Olivia hat oft auf Elif aufgepasst, weißt du? Das ist Kratos' Stimme. Aber hat sie nie so gesprochen wie über dich. Ihr muss viel an dir gelegen haben. Meinst du echt? Und dir lag sehr viel an ihr, nehme ich an. Oh nein! Sie kannte ihre Eltern nicht, weißt du? Sie hatten sie als kleines Baby im Müll ausgesetzt. Oh nein! Was? Echt jetzt? Kein Wunder, dass ihr Erwachsene nur schwer trauen konnte. Sie schlug sich lieber allein durch. Das wusste ich nicht. Woher auch? Tante Syla war äußerst mächtig. Ich wäre an deiner Stelle sehr vorsichtig. I don't care. Ich fühle mich so machtlos. Ich könnte nichts für sie tun. Nichts. Ich lasse nicht zu, dass meinem Sohn etwas passiert. Jawohl. Paps? Die Entscheidung wollte ich so jetzt nicht treffen, aber... Ey, Bade, was hast du mir zu sagen? Toss a coin to your Witcher. Nein? Eben noch lachen wir zusammen. Gebet Gold euren Hexer. Und dann. Ja, ich kann's. Sowohl in Deutsch als auch Englisch. Wie soll uns die Liebe da noch helfen? Oh, sorry, aber du bist nicht Rittersporn. Nur in einer Tragödie. Ich sag's nur ungern, aber könnte schon sein. Jetzt mache ich nicht noch depressiv. Ein Liedchen gefällig? Obwohl es wohl kaum etwas zur Stimmung beitragen wird. Wenn ich diesmal das Lied auch verstehe, dann ja. Dann präsentiere ich nun... Ja? Der furchtbare Schrecken von Prenos. Prenost! Er sollte wirklich an seinen Titeln arbeiten. Prenost ist ein raues und unwirtliches Land. Nicht alle, die dorthin reisen, vermögen einem feurigen Schicksal zu entgehen. Und den Zurückgelassenen bleibt nichts als bloße Leere. Ob man dem vielleicht einfach mal sagen sollte... Ihr solltet besser gut Acht geben, wenn ihr euch selbst dorthin aufmachen wollt. Könnten wir uns darauf einigen? Nicht gerade das lehrreichste Liedchen, was? Das ist das Problem mit solchen Künstlern. Geben nur selten praktische Ratschläge. Können wir kurz Ach, warum festhalten? Denn? Prenost schlecht. Geh nicht hin. Ist doch eine klare Ansage, oder? Können wir kurz festhalten, dass dieser Barde kein Talent zu gar nichts Sollen hat? Wir? Ja, gerne. Ich meine ja nur, vielleicht sollte man ihm das sagen, dann kann er noch einen Berufswechsel anstreben. Ich meine, das ist jetzt nichts Schmissiges, weil wie... Toss a coin to you, Witcher, the valley of... Ich lass es. Ey, yo, Ma'am. Auden ist so froh, dass ihr Vater zurück ist. Ich glaube, sie hat noch nie so gestrahlt. Wir schulden dir unseren Dank. Nur dafür? Hi. Das hier ist quasi unser Revier. Diese Unterkünfte sind kaum menschenwürdig. Ist oft so für Flüchtlinge. Die Häuser hier werden wohl nicht oft ausgebessert, was? Manchmal. Aber wir sind nicht wichtig. Die Oberstadt hat Vorrang. Dabei und bei allem anderen. Wie mies. Dort oben schöpfen wir Wasser. Ah, da war ich schon mal. Aber danke. Wirklich? Also gut. Dann zeige ich dir was anderes. Nein, ich habe jetzt über ihn nicht gelacht, sondern darüber, dass Amazon mit Zeit, fast schon zeitgleich mit Saturn...
die Nachricht geschrieben haben, dass sie mir jetzt wissen, dass sie jetzt wissen, wann sie mir Dead Space liefern können. Und damit wird das jetzt gleich storniert bei denen. Am 9. Februar. Nach Hogwarts Legacy wohl bemerkt. Das war jetzt der Running Gag. Saturn so, ey yo, wir haben das Spiel bestimmt spätestens morgen bei uns für dich. Und Amazon so, es ist einfach schrecklich. Oh ja, wie kann man so jemanden frei herumlaufen lassen? Halt die Schnauze. Hey, Mami, Mami, das ist... Psst, Schatz. Und du hältst dich von ihr fern, hörst du? Hey, so spricht man nicht. Schon gut. Ich bin's gewohnt. Oh, ich hatte gehofft, ich würde einen deiner Ausraster erleben. Oh, komm schon. Immer diese Klatschmäuler. Wobei, du bist schon ziemlich furchterregend. Mit deiner Kraft könntest du die ganze Stadt verwüsten, einfach so. Ja, du bist was Besonderes. Nicht wieder der Scheiß. Ich bin niemand, schreib's dir hinter die Ohren. Sie ist niemand, das ist traurig. Ich finde nicht, dass sie niemand ist. Hey! Jeder ist jemand. Machst du Tiere? Sind ganz nett, schätze ich. Toll, dann schau doch mal. Ja? Wo denn? Warte mal. Warte. Warte. Dude. Der Part ist schon rum. Wenn du das jetzt nicht was voll Besonderes ist, ne? Dann weiß ich auch nicht. Kiski-Wiese. Und wo ist da eine Wiese? Hier halten wir unser ganzes Nutzvieh. Ah, oh, okay. Wir bekommen nicht oft Fleisch. Doch uns geht's gut. Eigentlich. Hey, kannst du vielleicht Essen herbeizaubern? Vergiss es. Das offene Gelände ist der Friedhof. Reich oder arm. Wir alle werden dort enden. Eine Farm auf einem Friedhof? Das sieht man nicht so oft. Wirklich? Es ist ein gutes System. Die Tiere halten das Gras schön kurz. Komm, wir schauen es uns mal an. Das ist sehr praktisch orientiert gedacht. Oh, guck sie dir an, die süßen Ziggis. Die sind nicht scheu, das steht fest. Tja, sie sehen eben nicht so oft Fremde. Hey, willst du sie vielleicht füttern? Wirklich? Ist das erlaubt? Natürlich! Warte hier, ich hole ein bisschen Futter. Ob das wirklich erlaubt ist? Schafe füttern! Naja, ich kriege XP dafür, also alles gut, ne? Ich sag doch, die hatten einfach zu viele Ideen. Halte Ausschau nach hungrigen Schafen und fütter sie. Du kannst Reifs Radar einsetzen, um herauszufinden, welche Tiere gerade Appetit haben. Geh zu einem der Tiere und streck die Hand aus. Er da, ne? Er sieht hungrig aus. Ich habe ein Schaf gefüttert und das wird mir nicht gezeigt. So ein Dreckzottel. Wascht ihr sie nicht? Wir versuchen's. Aber das Kleine liebt Schlammbäder. Mal ganz im Ernst, sie haben mir nicht eingeblendet, wie sie das Schaf gefüttert hat, ja? Was? Wie gesagt, dies ist der Friedhof. Aber da ist ein hungriges Schaf. Ja, nun, wer tot ist, liegt da unten. Du hast Schaf gefüttert. Also irgendwie... Hui, hattest richtig Kohldampf, was? Da hinten ist noch ein Schaf. Zwei Schafe sind noch übrig. Schaf! Schaf! Warte, nein, nein, füttern will ich dich. Ist das jetzt im Boden versunken? Ja, ich weiß, Überlänge part mal wieder. Aber da ist jetzt noch ein Schaf über. Flauschig. Und es steht im Boden. Es steht wirklich im Boden, Leute. Ob Reif sich das so vorgestellt hat? Dass wir seine Fähigkeiten dafür missbrauchen? Könnten das andere Schaf sein? Ein Schaf ist noch über.
Jetzt ist noch über, sag ich doch. Doch, da hinten vielleicht. Nein. Da hinten. Ich hab's genau gesehen. Du bist nicht... Das ist der Friedhof. Alle, die in Sipol starben, sind hier beerdigt. Aber du bist kein hungriges Schaf. Wir können nicht mehr um alle trauern. Das passiert manchmal in schlimmen Zeiten. Aber wo ist dieses räudige Schaf? Ohne Witz, das Schaf da oben. Wo ist das doofe Schaf? Hallo, du dummes Schaf. Wo bist du? Schäfli. Es ist noch ein Schaf. Ich sehe es. Also ich denke, dass ich sehe es. Das wollen sie nicht so gerne hören. Erstmal eine alte Münze mitgehen lassen. Das ist kein Thema. Warte, das kann doch nicht sein. Ich muss doch dieses eine Schaf noch sehen. Leute, hier ist kein hungriges Schaf mehr. Da oben vielleicht. Bitte lass es ein Schaf sein diesmal. Ah, ein Schaf. Jetzt schiebe ich ihm das Futter in den ins Pipöchen rein, oder wie? Flauschig. Boah, wow, was ein Touri-Guide. Sorgt sogar für den Zoobesuch. So, eine ganze 100 EP gibt es, ja. So, ihr Lieben. Lieblingshof der Retterin. Das klingt doch richtig gut. Meinst du nicht? Vielleicht mache ich ein Schild. Gut. Ich schätze, ich sollte dich zur Oberstadt bringen. Wir müssen etwas zurück und die Treppe hoch. Oder willst du dich vielleicht erst noch ein bisschen umsehen? Ihr Lieben, ich mache jetzt hier einen Cut rein. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Wobei, ich glaube, für heute ist für mich tatsächlich Schluss. Ich muss unbedingt ein bisschen in Famous noch aufnehmen. Vor allen Dingen mit Blick darauf, dass Dead Space vielleicht ja jetzt sogar morgen schon kommt. Na gut, für euch ist morgen dann schon längst vorbei. Ich nehme das Ganze ja am 25. gerade auf. Ich freue mich, ich freue mich. Okay, haut rein, ihr Lieben.